Hallo ihr Lieben und willkommen bei It's Raining Man. Nein, es regnet natürlich bei Fallout 76, unserem Let's Play. Und ja, ich bin dann mal schön in die Baggerrüstung geschlüpft, weil... Nun ja, als ich den letzten Questschritt gemacht habe, sind dann hier gleich auch mal fette Major Gutsies gespawnt. Und ohne eine gescheite Rüstung tue ich mir die jetzt ehrlich gesagt nicht gerne an. Mal gucken, ob ich sie noch finde oder ob sie mich finden. Nicht, dass sie jetzt irgendwie despawned sind. Das fände ich jetzt ein bisschen scheiße, weil ich wollte sie dann doch schon gerne platt hauen. Sonst hätte das auch überhaupt nichts gebracht, die coole Rüstung hier anzuziehen. Oh, warte mal. Hier ist doch irgendwas, was auf mich schießt. Ja. Ach Gott, wie viele sind das denn hier? Himmel, hilf! Oh, jetzt muss ich doch mal kurz flüchten und mir ein bisschen Heilung draufballern. Alter Schwede. Sind die unerfreulich. Das ist natürlich geil, dass die einen deutlich früher sehen, als man sie selber. Oh fuck, was bist du denn für ein Ding? Super legendärer auch noch. Alter Scheiße. Okay. Das wird unschön. Ich sollte ihn vielleicht auch mal treffen. Oh fuck, ich mache ihm ja überhaupt keinen Schaden mehr. Und er heilt sich, ja, das ist ja mal geil. Okay. Da müssen wir definitiv mit anderen Mitteln arbeiten. Sonst wird das jetzt sehr unschön. Alter Schwede. Uiuiui. Hätte ich jetzt mal gar nicht gedacht, dass das so unangenehm wird. Aber gut. Oh, lecko mio. Okay, das heißt, ich muss die Jungs irgendwie idealerweise auseinanderziehen und dann... hier sind Supermutanten. Und Major Gutsies. Wenn ich es schaffe, die aufeinander loszuhetzen, dann habe ich sehr viel Spaß. Die Major Gutsies dann weniger. Na, kämpft ihr jetzt auch brav gegeneinander? Wäre schön. Ja, ich weiß, ich bin eine fiese Sau, was sowas angeht. Aber diese Mechanik gibt es, das sind verfeindete Gruppen. Huch! Okay, der ist mir dann auch gleich mal durchs Gelände nachgerannt. Scheiße, okay, das wird wohl eher nichts. Und das alles beim miesen Wetter hier. Supergeil. Okay, die haben sich jetzt voll auf mich eingeschossen, die Viecher. Na toll. Da ist es jetzt unangenehm, weil hier drüben sind die Major Gutsies irgendwo. Und hier hinten sind die Supermutanten, die mich blöd finden. Eieiei. Kein erfreulicher Tag heute. Okay, warte mal. Vielleicht kann ich denen hier aus der Entfernung eine Granate verpassen. Das wäre jetzt natürlich auch nicht verkehrt. Na, komm. Hä? Ach, shit. Jetzt bin ich doch hier reingehüpft. Okay, dann zuerst. Dann zuerst du.
Solange die nicht auf einem Haufen sind, ist ja auch eigentlich alles ganz gut. Und wham! Puh! Der war jetzt auch eher unerfreulich. Aber wir haben ihn geschafft. Okay, die nächsten. Da sind jetzt noch zwei. Vielleicht habe ich sie ja schon so ein bisschen klein gehauen. Also ich hoffe mal, dass der jetzt nicht auch noch legendär ist. Na komm. Okay, das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Boah. Wenn man dann mal einen Lauf hat, dann läuft's. Boah. Alter Schwede. Ist hier jetzt noch irgendwo einer? Oh, da unten ist noch einer. Okay, das mit den Granaten läuft. Und das war's. Ein weiterer Major Gatsby erledigt. Keine Ahnung, wieso das mit dem Werfen jetzt vorher nicht geklappt hat. Egal. Wir werden jetzt erstmal Strom umleiten. Uiuiui. Okay, Anlagenstatus. Nicht mit Energie versorgt. Okay, Hilfskomponentensteuerung. Energie umleiten. Okay. Ah, das hat geklappt. Dies ist eine Warnmeldung. Die Welt geht unter und wir sind alle am Arsch. Ich finde das super. Sie haben mir gerade geholfen, das Notfallübertragungssystem der gesamten Region anzuzapfen. Das wird lustig. Aber genug geplaudert. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Sie mein Signal zum Laufen bringen würden. Eigentlich wollte ich sie töten und mir ihr Zeug nehmen, wenn sie zurückkommen, falls sie das überhaupt geschafft hätten. Aber es wäre wohl wirklich arschig von mir, das jetzt zu tun. Also ich bin das, was man einen Raider nennen würde. Töten, rauben und betrügen sind mein Ding. Und dank ihnen habe ich ein funktionierendes Radio. Jetzt kann ich also andere Gleichgesinnte finden und wir können uns alle verbinden. Sie haben uns Tor und Tür geöffnet. Treffen Sie mich in Top of the World, wenn Sie die Gelegenheit dazu haben. Ich habe nämlich etwas für Sie. Ach ja, ich werde Sie nicht töten. Großes Indianer-Ehrenwort. Okay, das klingt doch sehr verheißungsvoll. Bist du bereit, für dein Land zu sterben? Ah, nicht schon wieder. Wie viele von diesen Spacken sind denn hier noch unterwegs? Ich hatte doch vorhin schon so einen Haufen von denen umgelegt. Ah. Also irgendwo muss ja noch so ein Mr. Gatsby sein. Ich guck mal eben. Ich hoffe mal, es ist nur einer und nicht irgendwie 20. Ah. Schauen wir doch mal. Also irgendwo muss hier doch noch einer sein. Ist der hier irgendwo drin? Ist der da drin gespawnt? Ich meine, es ist natürlich schon so ein bisschen unfair teilweise, dass die Viecher dann auch dann gleich irgendwie auftauchen. Aber okay. Na, was soll's. Wir werden zum Top of the World zurückkehren und uns da dann mal mit der guten Rose etwas näher unterhalten. Immerhin hat sie uns eine Belohnung versprochen. Aber hey, Mädchen... Ah, irgendwo guckt da noch einer rum. Das, oh, doch, da ist er. Ich sehe ihn. Ist ein Major Gatsby. Hallo, Major Gatsby. Lass uns mal miteinander reden. Okay. Thema erledigt. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht irgendwie ein Popspawn war. Wobei ich glaube, bei den letzten Patches haben sie es tatsächlich geschafft, diese Popspawn-Intensität etwas zu reduzieren. Das war teilweise wirklich blöde. Man war irgendwo in der Pampa unterwegs, hat dann irgendwelche Viecher umgelegt. Ah, kommt mal hier. Mit euch will ich noch ein bisschen Spaß haben. Der Töter, der aus der Kälte kam. Nein, natürlich nicht. Die machen hier gerade ihre ganzen Dinge selbst kaputt. Also da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht rumlaufen. Weil explodierende Autos sind auch für jemanden mit einer... Power-Rüstung unangenehm. Genau wegen diesen
Explosionseffekten hier im Hintergrund. Das hört ihr nämlich. So, dich kriegen wir noch. 68, okay. Das ist dann mal wirklich gleichlevelig. Oder fast gleichlevelig. Ich habe ihn nämlich nur 2 Level voraus, wenn mich nicht alles täuscht. Und damit wird es dann natürlich auch etwas herausfordernder, weil die Viecher einfach mehr aushalten. Aber ist okay. Schaffen wir. Kriegen wir alles gebacken hier. Ihr habt es gesehen, auch die Mr. Gutsies waren letztendlich machbar. Das Problem ist nur dann, wenn sie irgendwie alle auf einem Haufen sind und einen aus der Ferne mit Geschossen behaken können, hat man als Einzelkämpfer erstmal ein Problem. Das heißt, auseinanderziehen, gucken, wie man sie am besten voneinander separiert und dann einzeln umlegen, das geht eigentlich ganz gut. Was ist das denn hier? Leuchtendes Harz. Ach, das nehme ich jetzt aber nicht mit. Das sieht irgendwie eklig aus. So. Wir wollen zum Top of the World. Aber ich glaube, ich kann hier erst nochmal Gegenstände zerlegen. Habe ich hier irgendwas Neues gelernt? Ah, solider kurzer Lauf. Sehr schön. Dafür sind die Supermuttis immer eine gute Sache. Man lernt irgendwas Neues, dadurch, dass sie einen freundlicherweise mit sehr vielen Waffen bedenken. Was ist das hier? Ach ja, stimmt, den Schlüssel habe ich mir irgendwann schon mal angeeignet. Und hier könnte ich auch noch eine Power-Rüstung mitnehmen. Und einen Fusionskern. Hier ist eine T45-Rüstung drin, die man mitnehmen könnte, aber nicht will. Ich lasse das hier mal sein. Weil die Rüstung, die ich habe, ist besser und praktischer. Oh, hier ist militärisches Klebeband drin. Geil, das ist schön. Ballistische Faser nehme ich doch immer gerne mit. Da haben wir mal ein bisschen Lootglück gehabt, erfreulicherweise. Was haben wir hier? Benzinkanister brauche ich nicht, Klebeband brauche ich nicht, Kronkorken, Haarklammer, nehmen wir alles mit. Das darf gerne mitkommen. Ölkanister. So, ich glaube mal hier ist dann erstmal nichts Wesentliches. Klebeband, okay, kann man mal mitnehmen. Ich muss ja demnächst auch mal wieder eine neue Festung bauen, einen neuen Stützpunkt für mich. Ich hatte das jetzt relativ lange nicht gemacht, weil es mich einfach nur genervt hat, dass ich in irgendwelche Sitzungen eingeloggt bin und ich konnte nie irgendwie mein Zuhause, mein Camp wieder aufstellen. Und ja, macht jetzt nicht so super viel Spaß, wenn man das irgendwie 100.000 Mal wieder eingelagert findet. Oh, Kronkorken, nehmen wir auch mit. So, dann gucke ich doch mal, dass ich hier zum Top of the World hüpfe. Das wird jetzt wahrscheinlich gleich relativ ungesund, weil sehr viele Gegner spawnen werden, aber scheiß drauf. Ich habe jetzt keinen Bock, mich erstmal durch das ganze gesamte Ding durchzuprügeln. Außerdem möchten wir ja gucken, was die gute Rose an Belohnungen für uns bereitgestellt hat. Auch wenn das Ganze so ein bisschen ungesund klingt. Also ich möchte gerne rauben, morden, die Gegend töten, ganz viele neue Raider finden. Super. Genau, damit kriegen wir dann das Problem mit der verbrannten Seuche wieder hin. Damit kriegen wir die ganzen Leute versorgt. Alles super. Kein Problem. So, wir sind hier etwas unterhalb. Oh, ich glaube mal, das könnte sogar ganz entspannt werden. Wenn jetzt hier nicht irgendwie 100.000 Viecher auf einmal auftauchen. Den Vorteil hat es natürlich, wenn man die Umgebung mal erkundet hat. Man spart sich eine Menge Wege im Austausch für ein paar Kronkorken. Und wie ihr seht, ist es jetzt auch nicht so super schwer, neue Kronkorken zusammenzukriegen. Oh, was ist das denn hier? Irgendwas Hässliches? Eine abscheuliche Zecke. Gitz. Ich habe mir Parasiten eingefangen. Ja toll, wie sind die denn verdammt nochmal durch die Power-Rüstung durchgekommen? Ach Mann, ist das eklig. Okay, ich soll jetzt offensichtlich hier irgendwas tun. Oh, Salisbury Steak und abgekochtes Wasser. Das nehmen wir gerne mit. Das ist einer der Verstecke des Aufsehers, der Aufseherin genauer gesagt. Und da kann ich mich dann hier erstmal ordentlich bedienen. Hm, nee. Oh, hier könnte ich gucken, was für Schieß es gibt. Slalom Monster, White Monster, Magic 56. Okay.
Wenn man denn gerne jetzt ein bisschen Skifahren möchte, wäre das möglich, aber ich will es ja nicht. So, Aufzugstür öffnen und jetzt kann ich hochfahren. Beobachtungsebene. Ich gucke mal ganz nach oben. In der Hoffnung, dass es der richtige Ort ist und dass mir das Spiel jetzt nicht abfatzt, wenn ich, wenn ich hier neu lade. Okay. Hier gibt es sehr viele tote Raider. Die hatten offensichtlich Spaß. Naja, nicht wirklich. Immerhin, sie sind alle tot. Aber sie haben sich hier auch wirklich gar keinen schlechten Ort ausgesucht, um einen guten weiten Blick zu haben und einigermaßen sicher zu sein. Läuft die Jukebox noch? Na? Yep, sie läuft noch. Oh, das ist schön. Da habe ich hier sogar ein bisschen klassische Musikuntermalung. Nährstoffentzug durch Parasiten. Ah, scheiße. Okay, da muss ich mal vielleicht Essen einwerfen. Und knusprige Höhlengrille essen. Hm, lecker, lecker. Ah, was haben wir hier sonst noch? Melonensaft ist jetzt nicht verkehrt. Salisbury Steak. Oh, ich habe ganz schön viel verdorbenes Fleisch. Huch, nein. Da will ich doch jetzt... Ach, Blödsinn. Nein. Alter, nein, ich will nicht. Leck mich. Ich wollte doch jetzt hier gerade das verdorbene Fleisch wegwerfen. Mensch, lasst mich doch. Deine Yum-Yum russische Eier essen. Okay, das war offensichtlich die falsche Ebene. Was ist denn das? Schiebetür öffnen. Ach du Scheiße. Oh, das ist Rose. Oh. Es ist ein frisierter Raiderbot. Die sieht auch entsprechend wild aus. Ach du Scheiße. Okay. Ja, super. Pistolen und Patronen. Haben wir das nächste Heftchen? Das sieht doch nett aus. Und hier hängt Madigans Leiche. Oh, das sieht aus, als wäre es einer von den Feuerteufeln. Einer von den Respondern. Oh, lecko mio. Will ich das überhaupt? Oh, jetzt verstehe ich. Sie sind nicht diesen Typen hier, oder? Oh, viel Glück dabei, irgendwas aus ihm rauszuholen. Schon eine Weile tot. Oh, hier habe ich... Ich kam hierher, um mit meinen Raider-Partnern zu verhandeln. Sie haben ihn aufgeknüpft und sterben lassen, nachdem sie ihn davon überzeugt hatten, auszuspucken, was er vorhatte. Und bevor sie fragen, ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Egal, sie suchen wahrscheinlich dieses verbrannte Detektor-Verbindungsdingsbums, das er installieren wollte, als sie ihn geschnappt hatten. Scheint wirklich praktisch zu sein. Ich weiß, wo es ist, aber... Ich bin noch nicht bereit zu reden. Vielleicht vertraue ich Ihnen genug, wenn Sie mir helfen. Okay, also hier könnte eine Quest weitergehen. Finde ich jetzt an sich auch nicht schlecht. Kurze Gamma-Kanone, oh, dann nehmen wir gerne mit. Oh, Mann, oh Mann. Und hier haben wir tatsächlich auch noch ein Holoband, das so ein bisschen Story erzählen wird. Tja, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Nicht, was wir erwartet hätten, oder? Naja, um zu beweisen, dass ich kein Monster bin, habe ich als Belohnung für Sie ein bisschen alten Schrott zusammengekratzt. Ah, okay. Damit haben wir unsere Quest hier erstmal beendet. Und ein bisschen Zeug gekriegt. Stimpak, Redaway, Wasser, Pistole, Rüstung, ein Gitarrenschwert, ja geil. Super, jetzt kann ich mit Rose sprechen oder mir noch dieses Band hier anhören. Was hängen Sie denn hier rum? Freak. Ja, du hängst ja hier auch rum. Oh, hey! Ich wollte Ihnen was sagen. Was war es noch gleich? Ach ja, richtig. Also, wollen Sie mir nochmal helfen? Großartig. Die Raider mögen ja alle tot oder verschwunden sein, aber damals hatten wir in diesem Gebirge das Sagen. Wir teilten uns in 5 Banden auf. Halsabschneider, Fallensteller, knallharte Blackwater-Banditen und Gourmets. Jede kam auf ziemlich kreative Lösungen für brenzlige Situationen. Das Problem daran ist, dass ich mich nicht mehr so genau erinnern kann. Kommt von den Camps. Wenn ich jemals eine neue Raider-Armee aufstellen will, muss ich herausfinden, welche dieser verrückten Taktiken überhaupt funktioniert. Eine Win-Win-Situation. Ich erhalte Antworten und Sie erhalten ein Arsenal an furchteinflößenden Dingen, mit denen Sie Feinde verschrecken und Freunde anekeln können.
Fangen wir mit meinem Favoriten an. Karma. Nein, nicht dieser New Age-Unsinn. Ich rede von einem Ken, das hart reinhaut, einen aber ins Wanken bringt. Meine Freunde von den Halsabschneidern hatten eine Möglichkeit gefunden, es als Waffe einzusetzen. Ich leihe ihnen meinen alten Injektor und sie modifizieren ihn so, dass er Karma-Pfeile verschießt. Bringen sie ihn bloß zurück, sonst finde und töte ich sie. Ernsthaft. Kein Scherz, das mache ich wirklich. Oh mein Gott. Je mehr sie fertig werden und zurückkommen, desto schneller profitieren wir davon. Machen sie sich also an die Arbeit. Okay, also ich sehe schon, ich muss mich hier so ein bisschen weiter beweisen und ihr erklären, dass wir toll sind und so. Die Jukebox ist jetzt auch wieder ausgegangen. Dann kann ich jetzt eben noch dieses Holoband abhören, das hier in der Ecke gelegen hat. Nämlich Rosalinds und Davids Skiausflug. Denn das sind Rosalind und David, die dann die Anführer der Cutthroats waren, der Halsabschneider. So, das werde ich jetzt mal reinwerfen und mal gucken, was wir da hören. Warte mal. Holo, Rosalinds. Oh Gott, ich habe so viele von diesen Dingern inzwischen, das ist echt schlimm. Wo bist du denn hier? Rosalinds und Davids Skiausflug. Hey, schaut das aus. Willst du, dass meine Frau davon erfährt? Ach komm schon. Ich möchte eine Aufnahme von uns haben. Außerdem wolltest du die alte Hexe doch loswerden, sobald wir zurück sind. Na schön. Aber du nimmst die Aufnahme mit, wenn wir wieder gehen. Und du musst mir versprechen, dass du sie zerstörst, falls das mit uns rauskommt. Eine Scheidung wäre viel zu teuer. Und Beweise einfach so herumliegen zu lassen, würde alles nur verschlimmern. Sei nicht so ein alter Spielverderber. Keiner wird davon erfahren. Indianer-Ehrenwort. Hey, hast du noch mehr von diesen Camps dabei? Ja, was willst du? Daytripper? Bedien dich, nimm nur nicht zu viel. Werd nicht, abhängig. Jawohl, Sir. Habe verstanden, Sir. Erwarte Befehle. Okay, ich kapiere, dass du kein Roboter bist. Ich weiß, du magst es nicht, wenn ich dich so herumkommandiere. Du bist mein Schatz, Rose. Ich will bloß nicht, dass dir etwas zustößt. Oh, Baby, wirst du etwa weich wegen mir? Du weißt, dass ich dich liebe. Hey, wollen wir auf die Piste? Oder hast du vielleicht noch eine andere Idee? Also gut, du kleines Luder. Jetzt musst du den Rekorder aber wirklich ausmachen. Okay, also die gute Rose hatte offensichtlich eine Vorliebe für Camps und mit dem David hatte sie eine Affäre, von der seine Frau nichts erfahren sollte und nun ja, wir wissen ja im Grunde, wie die Geschichte ausging. Rosalind und David Thorpe waren die Anführer der Halsabschneider und der gute David Thorpe, von dem finden wir immer mal wieder irgendwelche Hinweise hier in der Gegend, gerade beim Raider Hauptquartier, weil er es natürlich geschafft hat, sich hier an die Spitze zu setzen. Aber anscheinend hat er doch einen gehörigen Respekt vor seiner Frau gehabt, weil die Scheidung teuer geworden wäre. Ziemlich witzig. Ihr Lieben, an dieser Stelle mit diesem tollen Ausblick vom Top of the World hier auf die umliegende Umgebung verabschiede ich mich von euch. In der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern, die Quest hier für Rose zu erledigen. Upsa. Schauen wir mal, was wir da dann alles machen dürfen, können, wollen, sollen, damit sie uns ein bisschen mehr vertraut. Und dass wir dann auch irgendwann mal diese Quest, das fehlende Glied, machen dürfen. Denn ich glaube, da gibt es auch noch irgendwie das ein oder andere Interessante zu finden. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denn und tschö.